alter Mann, oder? Du kannst mal hier hochziehen. So, Jacqueline. Dein erstes Mal House Running? Ja. Wie bist du dazu gekommen? Geschenk bekommen zum 18. Aha, von wem? Von der Mama, von der Schwester und von Bekannten. Hast dich gefreut? Ja. Ja? Und die sind auch heute hier? Die Mama ist da und die Cousine ist da, ja. Willst du ihr noch was sagen, bevor du läufst? Nee. Nee? Hast nichts mehr zu sagen? Nee. So. Ja dann. Ich mach fest. Sonntag habe ich schon im Park gelitten. Bereit? Also ich bin ja. Nicht mehr bereit. Machst nee. Du die? Ich habe mich ganz gut erholt. Ja, von gestern? Von gestern, ja. Okay. Bisschen zittrig noch, aber... Komm mit vor, Jacqueline. So, ich erkläre das mal kurz. Also die rechte Hand, die bleibt ganz entspannt hier an deiner Hüfte. Ne? Da läuft das Seil nur durch. Die linke kommt jetzt davor. Pack die mal davor. Mit der bestimmst du die Geschwindigkeit. Ne? Wenn du die Hand, wenn du festhältst mit der linken Hand, bleibst du stehen. Wenn du die aufmachst, wirst du die Tasche haben. Alles klar. Okay. Guck mal, stell dich mal so hin wie ich hier. So vorne. Die Füße etwas über die Kante und möglichst einen weiten Stand. Also ein bisschen auseinander auf die Füße. Genau. Jetzt machst du einfach Körperspannung. Ja. Und kippst vorne rüber. Und lässt vorne dabei, rüber. Genau. Ein bisschen Baumstamm. Der jetzt rauskippt und dabei lässt das Seil einfach durch deine Hände rutschen, bis du im Gurt drin bist. Du wirst dir gleich merken. Okay. Okay, einfach rutschen, rutschen, dran lang rutschen, Körperspannung halten dabei. Weiter. Weiter rutschen. Natürlich. Was? Rasch raus. Guck mal. Ganz einfach. Einfach rausrutschen. Merkst du schon an den Füßen, an den Beinen, wie du hängst, ne? Im Gurt, ne? So ein bisschen. Genau. Jetzt rutsch mal einfach weiter. Trau dich mal, kann nichts passieren. Du bist sicher drin. Genau, sehr gut. Nicht festhalten, ganz locker durchrutschen. Pass mal auf, es wird gleich ganz einfach. Du merkst, wie du jetzt drin hängst, ne? Super. Jetzt zieh mal mit der linken Hand aktiv das Seil noch ein bisschen zu mir hoch. Zu mir hoch? Genau. Und das mit der rechten ganz locker lassen. Die rechte bleibt ganz locker. Du musst da durchkommen. Zuckel mal so ein bisschen da dran. So nach oben. Rechte locker bleiben. So, merkst du, wie du vorwärts kommst? So ein bisschen, ne? Ja. Weiter. Das machst du jetzt mal noch ein Stückchen, bis du richtig waagerecht bist. Immer ein bisschen ziehen und nachfühlen. Genau. Genau so. Perfekt. Sieht gut aus. Noch ein Stückchen. Noch ein bisschen. Ja. Zieh noch. Ich sag dir gleich, weil du den ersten Schritt machen kannst. Okay, noch ein bisschen. So, sehr gut. Jetzt machen wir gleich den ersten Schritt. Zieh noch mal ein kleines Stückchen. So, jetzt machst du mal den ersten Schritt in die Matte. Okay. Anderen Fuß nachziehen. Okay, jetzt bleibst du mal kurz stehen. Hältst mal mit der rechten Hand fest. Und guckst noch mal nach rechts und winkst mit der linken Hand in die Kamera. Okay, so jetzt guck mal, dass dein Kopf, dein Oberkörper immer ein bisschen tiefer ist als deine Füße, sonst hängst du gleich mit dem Hintern an der Wand. Okay, und jetzt einfach locker durchrutschen lassen und laufen dabei. Genau, sehr schön. Guck, dass dein Oberkörper ein bisschen tiefer ist als die Beine. Genau. Sehr gut. Jetzt House Running, einfach offen, bisschen Geschwindigkeit, jawohl. Hast du schon mal geguckt? Ja, bitte. Stell dich mal.
Ja, genau, da ist das auch der Lösung. Atomkraftwerk da ist hier. Da ist der Lösung. Ja, das heißt, also dein Gewicht zieht.